Herren. Hallo Dagmar. Schön, dass wir heute hier im Institut für systemische Beratung in Wiesloch sind. Bernd und ich haben uns im Vorfeld eines Vortrags, den ich beim C.G. Jung Institut anlässlich 100 Jahre Paul Watzlawick gehalten habe, über ihn unterhalten und sein Werk. Und ich fand das super spannend, was du erzählt hast von Paul Watzlawick und wollte dich dazu heute einfach nochmal sprechen und dich einladen, das mit den anderen auch zu teilen. Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin ja eine Generation älter als du und für uns war das Buch Menschliche Kommunikation eine Offenbarung seiner Zeit. Natürlich sind die Gedankengänge über Kommunikation komplex schon sehr viel älter, aber unsere Generation in Deutschland, so wie wir gebildet wurden und aufgewachsen sind, wir waren völlig diffus inhaltsfokussiert in der Kommunikation. Und dass Kommunikation eben auch bedeutet, Beziehung zu gestalten. Und diese einfache Unterscheidung zwischen Inhalts- und Beziehungsebene war damals wirklich eine Leitdifferenz für ein ganzes Milieu. Und hat auch viele Jahre getragen. Ich erinnere mich an Paul Watzlawick von den Kongressen, die wir später als Systemiker und Familientherapeuten in Heidelberg gemacht haben. Ich habe ihn auch in Erinnerung als müde doch immer wieder diese Basics vertreten zu müssen und den Menschen das erläutern zu müssen. Und man kann heute eigentlich dankbar sein, weil Bildung ja nichts ist, was man mal abliefern kann und das bleibt dann, sondern Bildung ist was, was man täglich in der Beziehung, im Kontakt auf den Bühnen dieser Welt neu schaffen muss. Und da hat er sich einfach große Verdienste erworben. Ich bin heute manchmal etwas ungnädig damit, wenn es Menschen gibt, die sich immer noch mit dieser einfachen Leitdifferenz zufrieden geben wollen. Denn heute ist uns doch auch deutlich geworden, dass wir das sehr differenzieren müssen. Dass Beziehung eben nicht nur heißt du und ich und dann eher unsere private Beziehung und Befindlichkeit, sondern Beziehung heißt Kontext, heißt Rollen, heißt Kultur des Umgangs miteinander, heißt eingebettet sein in gesellschaftliche Entwicklungen und Strömungen. Und das hat diese einfache Dichotomie damals natürlich noch nicht hergegeben. Dazu brauchen wir differenzierte Kommunikationsmodelle. Und wir am Institut haben dazu ja einige entwickelt und angeboten. Aber ich denke da wirklich in Dankbarkeit an diese Generation, die vor uns aufgebrochen sind. Ja, ich kann mich erinnern, als ich hier gelernt habe, hat sich für mich auch insofern was verändert, weil ich einen Zugang dazu hatte, wie kann ich denn drangehen, wenn ich wirklich diese Anpassungsfähigkeit, das ist ja mein Thema, Kunst der anpassungsfähigen Organisation war auch damals der Titel vom Vortrag, Freiheit und die Kunst der anpassungsfähigen Organisation, wenn ich diese Anpassungsfähigkeit fördern will. Die Märkte werden immer schneller. Wir hören VUCA links und rechts, die Organisationen sind in Bewegung und vielfach auch überfordert, das zu tun. Und in meiner Erfahrung ist die Grundlage für diese Weiterentwicklung auch gute Beziehungsgestaltung, gute Dialoge, also Kommunikation und eben auch diese Vielschichtigkeit, das aus unterschiedlichsten Perspektiven beobachten und betrachten zu können. Das war auch das zweite Thema, das für mich in dem Vortrag eine Rolle gespielt hat, das Thema Freiheit. Bevor wir da drauf gehen, würde ich gerne schon auch noch mal was sagen. Die Welt ist komplexer geworden und viele bewegen sich auch durch Erfahrungslernen voran und sind auch sehr anpassungsfähig. Was aber manchmal ein bisschen zu kurz kommt, und da hat uns Paul Watzlawick schon auch einen Weg gewiesen, dass wir Beschreibungsmodelle brauchen, die einerseits eine gewisse wissenschaftliche Abgesichertheit haben, die aber auf der anderen Seite so einfach und pragmatisch sind, dass man damit auch direkt Kommunikation und Wirklichkeitsgestaltung gemeinsame reflektieren kann. Und das hat er uns auch wirklich geliefert und die jetzige Generation und die nächsten sind dabei, das weiterzuentwickeln. Also mir reicht nicht, durch Erfahrungslernen hier weiterzukommen,
sondern wir brauchen auch eine gewisse Grammatik und eine gewisse Programmatik, wie wir uns da weiterentwickeln wollen. Und das ist ein Beitrag, der mir noch wichtig ist und der durchaus in dieser Traditionslinie ist. Du wolltest aber auf die Freiheit. Naja, es ist ja auch schön zu hören, dass es noch einen Entwicklungsraum gibt, ne? Oh ja, dass da es ist da noch vieles viele zu Themen tun. Gibt, um die andere und junge Interessierte sich da weiter kümmern können. Ja. Ja, ich wollte noch abbiegen zur Freiheit. Das habe ich jetzt nicht so explizit in den Werken gefunden. Er hat es in seiner Diplomarbeit zum Thema gemacht. Mhm. Und ich fand unseren Dialog so interessant, weil dieses Thema Freiheit, ich bin selber ein sehr freiheitsliebender Mensch. Mir fällt auch oft nicht auf, in wie viel Freiheit ich aufgewachsen bin und was es bedeutet, hier eine Frau in Deutschland in dieser Zeit ohne Krieg und mit vielen, vielen Freiheitsgraden in Entwicklung zu sein. Ich bin dann für Siemens weltweit in 50 Ländern gewesen und habe ganz andere Arten zu leben erfahren, mit sehr viel mehr Unterdrückung, viel engeren Bewegungsräumen. Und dieses Thema Freiheit bewegt mich deswegen einfach auch als Mensch. Mhm. Und dieses Freiheit hat ja verschiedene Aspekte. Das eine ist, frei von etwas sich zu machen. Also ja, zum Beispiel, das habe ich hier in der Ausbildung erlebt, Zwiebelscheibe für Zwiebelscheibe abzulegen, was andere mir als Vorstellungen, Wertesysteme und Blickrichtungen oder Brillen mitgegeben haben. Und aber auch frei zu sein für, das heißt den Kopf offen zu haben für neue Modelle, für neue Ideen und nicht in dieser, so haben wir das schon immer gemacht, Schiene weiterzufahren. Und das ist ein Großteil meiner Arbeit, auch immer wieder den Menschen zu helfen, aufzutauchen und sich frei zu machen für Neues, was entstehen mag und entstehen kann. Ja. Und dieses frei von, haben wir ja lange verstanden als Einschränkungen, kulturelle Einschränkungen, sei es durch die Eltern, durch die Bildung, durch die strukturellen Vorgaben. Aber ich glaube, wofür Watzlawick auch noch gestanden hat, mit diesem wirklichkeitskonstruktiven Ansatz, ist es auch wichtig, dass man frei von den Wirklichkeitsgewohnheiten wird, dass man merkt, dass man Brillen aufhat. Und das hast du ja in deinen internationalen Erfahrungen wahrscheinlich ständig gemerkt, dass das, was du für selbstverständliche Wirklichkeit hielst, von anderen ganz anders gesehen wurden. Und da ist es die Kunst, immer wieder die eigenen Wirklichkeitsverständnisse und die eigene Regie, die man implizit oder explizit führt darüber, wie neue Wirklichkeiten entstehen, wie Wirklichkeiten sich begegnen und ob die dringend notwendige Integration von Wirklichkeitsverständnissen für diesen Planeten, ob die gelingt, da haben wir noch viel vor uns. Mhm. Also die Beseeltheit für das Wertvolle, was wir bewahren wollen oder auch noch neu entwickeln wollen, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass wir ständig mit einem Maß an Gewohnheit zu tun haben und wie wir das in der Regel völlig unterschätzen. Und je älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass neue Wirklichkeiten nur durch neue Gewohnheitsbildungen entstehen. Mhm. Und das ist eine ganz eigene Kunst, das von den Drehbüchern und von der Regieführung und von der Inszenierung auf diesen Bühnen her als eigene Kunst zu begreifen. Auch eine schöne Kunst. Vielen Dank, Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir nochmal drüber zu sprechen. Und einen herzlichen Gruß an alle.